Warum failen so viele Leute, die im Door-to-Door-Vertrieb frisch starten? Sie haben so große Ambitionen, sie haben so große Ziele, sie haben so große Dinge, die sie erreichen wollen, aber am Ende klappt nichts. Wie du das vermeiden kannst, wie du zu einem der Gewinner im Door-to-Door-Vertrieb gehörst und vor allem langfristig auf ethisch korrekte Art und Weise in diesem Geschäft Erfolg hast, erfährst du in diesem Video. Die meisten Leute, die im Door-to-Door-Vertrieb starten, haben eine richtig große Motivation. Die haben Hunger, die wollen Geld verdienen. Die wollen mehr Geld verdienen als ihren jetzigen Job, sind dafür bereit, an die Haustür zu gehen und sind bereit, bei fremden Menschen zu klingeln. Wenn du diese große Motivation hast, ist das erstmal richtig gut. Also du musst dir erstmal darüber klar sein, ob du weg von oder hinzu motiviert bist. Weg von motivierte Menschen sind diejenigen, die von einer gewissen Situation weg wollen. Ja, ich zum Beispiel damals, als ich gestartet bin, vor über 6 Jahren im Door-to-Door-Vertrieb, hatte ich Schulden. Das bedeutet, über 70.000 Euro hatten Sabrina und ich gemeinsam offen. Die Wohnung wurde schon gekündigt. Sabrina hat jeden Abend geweint. Ich wusste als Mann nicht so wirklich, mir zu helfen. Ja, du willst ja auch deiner Frau Sicherheit bieten, auch irgendwo im Leben was bieten. Und stattdessen habe ich mich wie so ein Versager gefühlt und wusste nicht, wie ich die nächste Rechnung zahlen soll. Das war aber mein Antrieb gewesen, weil davon wollte ich weg. Ich war weg von motiviert. Und das kann ein sehr, sehr starker Antrieb sein, wenn man sich nicht vom Druck überrumpeln lässt. Damit bin ich im Door-to-Door gestartet und hatte sehr, sehr gute Ergebnisse von Anfang an. 79 Neukunden im ersten Monat, 105 im zweiten, 125 im dritten. Allein in den ersten 4 Monaten habe ich nach Stornos 40.000 Euro Auszahlung auf meinem Konto bekommen. Im 6. Monat habe ich über 210 Neukunden Eigenumsatz gemacht. In den ersten Monat mit 21.000 Euro Auszahlung nach Stornos auf mein Konto bekommen. Und somit einen sehr, sehr erfolgreichen Start hingelegt. Kann dir also auch genau sagen, worauf es da wirklich ankommt. Ja? Wir hatten selber, oder ich selber damals, schon eine gewisse Vertriebserfahrung. Und Sabrina hatte ultra viel psychologisches Wissen, was wir gepaart haben. Und dadurch auch die Pitches, die Einwandbehandlung, den Vorabschluss, ja, das Closing und so weiter entwickelt haben, wie man mit Kunden jetzt am besten redet, um schnell jemanden zu überzeugen, um jemanden nachhaltig zu überzeugen, dass er keine Kaufreue hat, sondern auch bei dem Problem bzw. bei dem Produkt bleibt, was sein jetziges Problem löst. Dennoch haben die meisten Leute nicht die Situation, dass sie von Anfang an eine geile Ausbildung erleben, dass sie von Anfang an Sätze an die Hand bekommen, die funktionieren, dass sie von Anfang an jemand, wie ich es hatte mit Sabrina, Einwandbehandlung erarbeiten können, psychologisches Wissen da reinbringen können, weil die meisten sind unerfahren. Und gerade wenn du schon aus dem Vertrieb, aus einem anderen Bereich kommst, ist das meistens sogar recht hinderlich, weil Door-to-Door nicht zu vergleichen ist mit irgendeinem Telefonvertrieb, mit B2B-Vertrieb, mit irgendwas, was mit Network zu tun hat oder so. Es ist wirklich was komplett anders. Die Herangehensweise an der Tür funktioniert anders, weil du bist unangemeldet, unerwünscht bei uninteressierten Leuten und du kannst nicht mit Fragetechniken beispielsweise arbeiten, um die wahren Einwände deiner Kunden herauszufinden, sondern du kannst ausschließlich mit Push-Techniken arbeiten. Und das muss erstmal wirklich gelernt werden. So, die Leute beginnen also sehr, sehr motiviert, haben dann aber meistens keine Ausbildung oder eine schlechte Ausbildung. Also lernen von jemandem, der das selber nicht richtig kann oder nur auf unsaubere Art und Weise kann. Oder sie starten komplett alleine letztendlich los. Das sorgt wieder dafür, dass am Anfang nicht schnell Ergebnisse sichtbar sind. So, und wenn keine Ergebnisse sichtbar sind im Door-to-Door-Vertrieb, bedeutet das im Umkehrschluss, dass der Grad an Ablehnung, den du auf täglicher Basis an der Haustür erfährst, immens hoch ist. Ja, du wirst sehr oft, sehr viel dann abgelehnt, weil du ja offensichtlich keinen Erfolg hast. Und das verhält sich im Door-to-Door parallel zu deinem Skillset. Also umso besser du bist, desto weniger ist die Ablehnung. Ich bekomme zum Beispiel fast gar keine Ablehnung mehr an der Haustür. Wenn dann eine sehr, sehr softe. Und wenn mal eine ein bisschen härter ist, habe ich so ein hartes Fell über die Jahre entwickelt, dass es einfach an mir vorbeigeht. Ich fühle mich sicherer im Treppenhaus als die Kunden selbst vor Ort. Und das liegt an meinem Skillset, an meinem Mindset und an meiner Attitude, mit der ich da rangehe. Ja, wie es auch mittlerweile hunderte Kunden von uns einfach übernommen haben. Wenn du das aber nicht hast und nicht so gut weißt, wie du auf Kunden reagierst und dann auch teilweise mal falsch reagierst, weil es dir keiner besser beigebracht hat, erfährst du teilweise richtig harte Ablehnungen. Das kann unangenehm sein und das kann dir auch sämtliche Motivation rauben. Das kann erstmal dazu führen, dass du schlechte Ergebnisse hast, zwangsläufig. Es kann aber auch dafür sorgen, dass wenn du Ergebnisse hast, diese Verträge größtenteils storniert werden, weil du nicht weißt, wie du die richtig absicherst und so weiter und so fort. Und das wiederum sorgt für maximale Demotivation. Und wenn du an so einem Stadion angekommen bist, wo du richtig demotiviert bist, weil du nicht weißt, wie es besser funktioniert, dann hören viele Leute mit diesem Geschäft wieder auf oder sie arbeiten mit
ultra viel Zeitaufwand. Ja, das bedeutet, sie versuchen durch Zeit wettzumachen, also durch Quote, was ihnen an Skillset fehlt. Und das ist dann am Ende ein Szenario, weswegen keiner im Door-to-Door angefangen hat. Weil du hast ja begonnen im Door-to-Door, um mehr Geld zu verdienen, um auch mehr Zeit zu haben, um deinen Tag ein bisschen flexibler zu gestalten, um Karriere zu machen, um nach vorne zu kommen, ja, um dich weiterzuentwickeln und um einfach mal richtig Geld auf dem Konto zu haben. Wenn du jetzt aber die Situation hast, dass du nicht nur wenig Geld verdienst, sondern auch noch durch ultra viel Zeitaufwand, ja, jeden Tag von 19 bis 20 Uhr an der Tür stehen musst, um einigermaßen über die Runden zu kommen, dann hast du ja eine schlechtere Situation als vorher. Und das gilt es zu lösen. Das allererste, was du wirklich von Anfang an brauchst, ist eine vernünftige Ausbildung. Das bedeutet, du brauchst einen richtig guten, psychologisch fundierten Pitch, der Kunden innerhalb von 20, 30 Sekunden an der Haustür so sehr triggert, dass sie was für dich tun. Dass sie dir ihre Stromabrechnung bringen, ihre Internetabrechnung. Ja? Dass du mit ihnen reinkommst letztendlich. Dass du irgendwas mit dem Kunden machst, was er für dich tut. Wenn du Bauelemente verkaufst, dass du schon mal die ersten Sachen, die Fenster mit dem Kunden begutachtest, dass du ihn involvierst in den Prozess, weil wenn jemand involviert ist in den Prozess, möchte er ihn auch zu Ende führen. Und wenn jemand bereits was für dich getan hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er danach weitermacht, extrem hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er dich dadurch mehr mag, ist ebenfalls hoch. Und man denkt immer, wenn man jemandem einen Gefallen tut, dann mag die Person einen dadurch mehr, weil man der Person ja den Gefallen getan hat, ist es psychologisch andersrum stärker. Die Person, die etwas für einen gemacht hat, mag einen letztendlich danach mehr. Ja, wenn du das hinbekommst an der Haustür, dann musst du wirklich erstmal lernen, Einwände gut zu behandeln. Und du hast ca. 16 Haupteinwände an der Haustür. Am Anfang musst du erstmal nur die wichtigsten 4 behandeln können, um Ergebnisse zu kreieren. Mit der Zeit musst du alle wirklich lernen, um in der Lage zu sein, einen von 3, einen von 4 Antreffern an der Tür zum Abschluss zu führen. So, und du brauchst natürlich danach einen Vorabschluss, ja, dass du an der Haustür schon mal eine Art Vorabschluss machst, dass der Kunde weiß, worum es geht, was ihn letztendlich erwartet, dass der Kunde schon mal das erste Mal Ja gesagt hat zu dem Produkt. Dann gehst du rein, nimmst die Daten auf, musst ein geiles Smalltalk-Gespräch führen, um wirklich schnell innerhalb von wenigen Minuten Vertrauen aufzubauen, und dann folgt das finale Closing am Ende. Ja, das ist diese grundlegende Struktur. Danach kommt noch die Nacharbeit, davor kommt die Vorarbeit, sodass es insgesamt 7 Steps sind, die du da wirklich einfach gehen musst. Wenn dir diese 7 Steps nicht richtig beigebracht werden oder du einfach die ganze Zeit versuchst, das auf eigene Faust zu machen, dann wird sehr wahrscheinlich der Punkt kommen, wo du demotiviert bist, aufhörst oder einfach dauerhaft schlechte Ergebnisse hast. Um aus diesem Kreislauf rauszukommen, ja, und den Kreislauf nach oben zu beginnen, solltest du unbedingt auf shs.de gehen, dich dort zum kostenlosen Erstgespräch eintragen, weil wir wissen, wie es geht. Wir wissen, wie Door-to-Door funktioniert. Wir haben über 750 Leute bisher mit unserem Coaching ausgebildet. Nicht nur erfahrene Verkäufer, sondern auch Quereinsteiger, die keine Ahnung hatten, die noch nie Vertrieb in ihrem Leben gemacht haben, die aber von Sekunde 1 an mitbekommen haben, worauf es hier wirklich ankommt und damit in der Lage gewesen sind, auf über 80, 100, 150 oder sogar 200 Neukunden Eigenumsatz auch in den ersten Monaten ihrer Karriere zu kommen und direkt 5-stellig damit verdient haben. Ja? Geh auf shs.de, hol dir Hilfe, weil das ist der schnellste Weg, um zu lernen, worum es geht. Natürlich kostet das Coaching Geld, aber es ist ein Invest in dich selbst, der sofort in mehr Umsatz an der Haustür resultiert, weil die Fähigkeiten, die du hier lernst, direkt für weitaus bessere Verkaufsabschlüsse sorgen, dafür sorgen, dass Kunden dir schneller vertrauen, dass du die Einwände behandeln kannst, dass du nie wieder wortlos da irgendwie stehst und nicht weißt, was du sagen sollst, dass du auch nie wieder mit einer Null nach Hause gehst, sondern wirklich in der Lage bist, Menschen zu überzeugen. Geh auf shs.de, trag dich dort ein zum kostenlosen Erstgespräch und wir sehen uns dann. Bis dahin, liebe Grüße aus Berlin.